Also Family ist Dark. Ich werde gerade von euch gearscht. Ich schon es ist Dark, Tag. Aber... Ich bin danach gestorben und bin am Tag respawned. Was? Es ist Nacht, aber egal. Ja, ihr ist wieder Nacht. Was ist... Na, Alter. Wer hat die Tür offen lassen? I'm nearly dead. Welche Tür? Hast du noch was zum Essen, Zirkel? Da ist noch was drin, 7 Fleisch. Ja, da ist noch was. Da kommt eine Penis-Creeperin in meine Richtung. ich überlebe es fast. Nicht anschauen, nichts anschauen, ändern. Ich hätte meinen Loot gern wieder. Scheiße. Ach, der Pack hat gerade hinterlassen. Scheiße. Aber ich habe eine Spinne damit getötet. Gratulation. Was? Auch wenn ich dabei gestorben bin, ja. Ich habe Wasser gefunden, nur zur Info. Und ich habe den Creeper hinter mir. Vor und. Es dämmert aber schon. Es wird langsam Tag. Ja, sehr gut. Oh, Creeper. Wir sollten das aber einen Zaun aufziehen und ein paar was einzäunen. Töte es! Kill it with fire! Ja, geschafft. Schönes Haus! Ja, stimmt. Bei Ikea also, gekauft. Töten wie möglich. Es kann eigentlich nur bei Ikea gekauft werden. Das ist ein Ikea-Haus, ja. Es besteht erstens mal auf so vielen verschiedenen Holzsorten. Dann innen drin gibt es auch noch eine Naturwand, lauf, bestehend aus Dreck. Kann nicht besser sein. Da geht's nur noch mal. Im Ofen sind übrigens ca. ein halbes Stack Eisen. Warum stirbst du nicht? Und bauen uns gerade eine Farm, die dringend notwendig ist. Hat irgendwer sitzt, dann möge er sie mir bitte bringen. In der Truhe sind genau zwei. Ja, wir haben Seeds, Hermann. Nicht für dich, aber wir haben mich. Ich. Ich geh mal darüber. Warum steht da eigentlich eine Workbench? Hermann, warum gräbst du in unserem Vorgarten? Kann ich mir seinen Ton abdrehen? Sorry, das wird meiner sein. Warum ist die Workbench genau da, wo alle Leute davor stehen? Weil sie so beliebt ist? Gut. So, wie machen wir jetzt weiter? Erzähl mir mal was. Wir brauchen so viele Leute, die was in der Mine herumschlungen haben wie möglich. Wir brauchen viel Eisen. Ja. Noch mehr, ja, dann bauen wir mal die Mine weiter. Dominik, ja. Du bist eh so ein Efficiency Miner. Achso, ja, ich finde immer diese komischen Gruben da. Ich renne auch wieder in die Höhle mal. Such nach Diamanten. Ich kümmere mich dabei um die Nahrungsversorgung. Und werde mich dann auf die Suche nach einem NPC-Dorf machen. Ich bin on the Diamond, ja. Voll, es backt gerade ein bisschen. Nein. Wer baut da die ganzen Teile ab? Das ist nicht lustig. Wer hat die ganzen Fackeln in der Mine abgebaut? Ich weiß nicht. Ja, nicht. Das war vermutlich das Wasser, das runtergeflossen ist, weil irgendein Vollidiot auf die Idee gekommen ist, ein paar Blöcke abzubauen. Ach, wir haben doch keine Vollidioten hier. Sag's genau. Nur Profis. Nur Profis, genau. Teilzeit. Idioten. Teilzeit-Profi. So was gibt's nicht oft, so ein Teilzeit-Profi, also das ist... Aber nicht bei uns. Besonders. Besonders schlecht, ja. Ja, das bin ich, schau jetzt her. Haben wir Bonmehl? Ach, das geht aber wieder nicht. Scheiße. Kein Bonmehl? Hm? Haben wir Bonmehl? Achso, ein paar Knochen haben wir irgendwo. Warte, ich schau mal. Was? Ja, in der Uhr sind zwei und ich habe noch zwei. Okay, 9. Oh, Essen! Oh! Wir haben 11 Eisen schon, das ist viel.
Aber wir brauchen mehr Leute. Wir müssen mindestens 30 Eisen haben. Pro Person. Achso. Ziegel, was machst du deiner Angst? Wie, was? Ja, ich grab die Mine schön, aber. Schön, ja. Dann machst du viel Steine. Das habe ich mit Dominik letztens auch gemacht. Nur alles mit Holz verkleidet und 2,5 Stunden lang haben wir ein Treppenhaus gebaut. Bevor wir irgendwas anders gemacht haben. Das war aber ein geiles Treppenhaus. Das war cool. Das war noch ein richtiges Treppenhaus. 2,5 Stunden Treppenhaus bauen, das ist. Eigentlich sogar länger war. Sehr empfehlenswert. Sicher gut für die Psyche. Man merkt das nicht. Macht dann voll nicht deppert. Grenzt den ganzen Tag nur in Chaos, ne? Buchstäblich. Hm. So. Das war nämlich auch voll nicht hoch. Hat irgendwer vorher gemeint, er braucht Knochen? Ja, ich bin der Meinung. Ich hätte da 4. 4 ist auch sehr viel Kohle, habe ich jetzt gerade gefunden. Viel Kohle ist noch besser. Extrem viel. Extrem viel noch mehr ist noch. Ja, wir sind schon unten beim Bedrock, okay? Das heißt, es müssen circa 10 Förder aufführen, da haben wir die höchste Diamantenwahrscheinlichkeit. Wie schaut's aus? Ja, genau. 10 Förder, 10 bis 14, glaube ich. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da circa. Ich markier's. Und dann wieder nach diesem Prinzip, was nicht allein von mir ist, aber ich stark mitentwickelt habe, dass der dieses 2 Reihen 20 Kohle ist. Prinzip. Hm? Nein! Böse! Böses Feld. Da hat man wer mitgearbeitet hat bei dem 2 Reihen Prinzip, gell? Aber ich glaube, das war sogar meine Idee. Nein, das war meine Idee, das habe ich in Wurm schon gehabt. Bam bam bam. Oh, ich hab's auch geschaut, also okay, tut ja nichts, aber. I make bread every day. Es ist 5 Brot in der Truhe. Und ich gehe jetzt auf große Expedition und suche nach NPC-Dorf. Hey, ich hab Gold gefunden. Bist du deppert? Nein, definitiv nicht. Pascal, weißt du, wo man Melonen findet? NPC-Dörfer zum Beispiel. Ja, da eigentlich fast nur NPC-Dörfer, ne? Ich hab ne Schlucht. Oder Kohlen in Dungeons. Kohlen in Dungeons. Weil Melonen braucht man für Heiltränke, oder? Ja. Ja, ich mache mich jetzt auf eine Forever Alone Expedition. Ich hab nicht viel mit, aber. Du kommst mit viel zurück. Hoffentlich. Ich würde aber weiter farmen. Warte mal, F3 kann man ja machen, gell? Ja. Ich gehe nach. Mach's aber nicht in der Aufnahme. Ja, ja. Westen. Und ich habe eine Dungeon gefunden. Ich gehe nicht rein. Hühner haben wir haben wir da auch. Hühner brauchen wir viel. Aber dazu bräuchten wir, glaube ich, Karotten. Hey, da ist auch hereingegangen. Wer ist in die Höhle gegangen? Ich, aber das ist keine Höhle, das ist eine Schlucht. Das ist die Schlucht von da vorne. Ist die unterirdisch? Dort, wo uns erst alle eingefallen sind? Nee, ich glaube nicht, das ist nämlich eine riesige Schlucht. Okay. Ja, ich habe auch schon Schilf gefunden, das ist sehr gut. Und Schweine. Ich mag Schweine. Ich zweifle aber, dass wir uns Kryptos mitnehmen, oder? Wegen die Endermans. Ich komm zu dir, Mann. Du musst mich begleiten, oder? Ja, ich wollte eigentlich auch in die Richtung circa rennen, aber ich renne mal mit. Das sind Schweine. Mhm. Nicht mehr lange. Naja, passt. Passt. Du hast noch nicht gerendert. Solange es nicht aufnimmst und es noch nicht gerendert hat. Da ist eine Schlucht mit Kohle. Das war jetzt ziemlich scheiße, wenn es nicht rendert und ich fast in die Schlucht rein.
Tja. Frage des Lebens. Fettes Loch hat. Da ist noch ein Loch. Ziemlich viel Schweinefleisch. Ja. Was ist eher wahrscheinlicher, dass man in Wüsten was findet, oder? Ein NPC das. Du siehst das leichter. Vermutlich deswegen, ja. Dominik, kannst du mal schauen, auf welcher Höhe wir sind? Auf welcher Tasten geht das? Auf 3. Ja. Ich bin da auf der Höhe, Y ist 16, scheiße. Eben. Ich habe mir fast sowas erwartet. Ja, das ist, wenn du nur zählst und nicht denkst. Ah, das sind Kürbisse. Ja, die brauchen wir nicht, oder? Hat nicht vorher irgendwer gesagt, wir brauchen Kürbisse? Melonen. 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 Ah. Okay. Ich nehme sie trotzdem mit. Oh ja, Kürbisse sind auch nützlich, und zwar, wenn du einen Kürbis aufsetzt. Ja, dann habe ich schon erzählt den Witz, weil das bringt uns nicht. Dann greifen dich die Endermans. Haben wir keinen Eisenhelm auf, gell? Und dann ohne Eisenhelm gibt's keine Protection für den Head. Aber dann greifen dich die Endermans nicht an, und dann können wir sie in der Ruhe angreifen. Wir greifen sicher keine Endermans an. Wir brauchen... Wenn du zum Ender-Dragon willst, ja, musst du Endermans angreifen. Ja, aber nicht so... Im Level selber brauchen wir es nicht machen. Aber ich habe Gold gefunden. Ja, goldene Äpfel sind zwar nicht die Yellow von der Ecke, aber besser ist gar nichts. Das ist noch alles empfehlenswert für Tränke. Netherpilze? Ich glaube, ich habe mich mir verlaufen. Netherpilze, okay. Was machen Netherpilze? Grundzutat brauchst du, damit du Heiltränke machen kannst, ja. Und Glowstone brauchen wir. Das sind dann die verbesserten Healing Potions. Sonst für Healing Potions brauchen wir nichts. Und sonst weiß ich es nicht wirklich. Hm, werden wir schon sehen. So viel habe ich mich mit Tränken noch nicht beschäftigt. Dann schaue ich einfach nach. Also Schwammerl brauchen sie aber nicht, oder? Nein, außer du willst Speedsuppe machen. Das ist auch nicht keine schlechte Idee. Ui, ich nehme eine Schlucht. Ich habe über 50 Fleisch jetzt. Fast. Ja, genau 50. Plus 1. Ich weiß gar nicht, wie es wieder zu Hause geht, scheiße. Du bist fast über mir. So. Ja, ich weiß, wer da cool ist. Oh. Wer ist irgendwer gerade zu Hause? Ja. Kannst du mir sagen, auf welcher Position du bist? Also X271 und Z274. Ich bin nach Westen gegangen, gell? Kleiner Tipp. Westen, okay, definiere Westen. F3, ja, F3 Westen. Und noch. Ja, Y2 und bei F steht's. Ah, cool. Was war X72? Ja, es ist im Prinzip 270. Dann stehst du vor der Tür. Wow, ich glaube, ich überlebe das nicht. In welche Richtung schaust du? Ich renn gerade zum Haus. Also in Richtung, wenn die Richtungsangabe gestimmt hat. Ja, ja, ich glaub, das ist ja, oh, jetzt sie hat gestimmt, fast schon. Welcher Modus ist jetzt? Hard? Easy. Easy noch! Ich konnte es nicht umstellen. Wir lassen es auf easy, weil sonst... Das haben wir absolute Sausage. Wird das sowieso nicht möglich. Nehmen wir uns mal easy vor, dann nehmen wir uns irgendwann normal vor und dann nehmen wir uns irgendwann hart vor. Irgendwann? Dann hart. Ja, wir spielen schon fast eine lange Zeit. Oh fuck. Ha, ich sehe ihn. Ich sehe, oh Gott sei Dank. Das heißt, hurry up. Fucking Creeper. Noch immer keine Dias. Noch immer keine Dias. Wir brauchen verdammt viele Pfeile. Ja, das ist. Und Dias. Einen brauchst du, weil den Schildfarb, was du den du hast. Einmal ist in der Truhe. Hör mal, Bernd.